Hallo euch allen, da sind wir wieder bei ManNFL19. Wir sind immer noch im Zero Chill Event unterwegs. Die zweite Challenge der Blizzard is Homecoming. Blizzard is Homecoming, Blizzard is Coming Serie ist jetzt dran. Derek Watt, es geht gegen die Denver Broncos. You will start on your opponent's 1-Yard-Line. Make good use of Derek Watt and rush to win this game. Okay, das klingt jetzt nicht so nach der umfangreichen Challenge, die wir da haben. Und ja, wir sind eben, haben den Mute Level 90 erreicht. Wir konnten ja Shannon Sharp einmal hochsetzen. Und das hat die 90 gebracht. Ach, die Kleinen werden so schnell groß. Nein, man sieht, wir hatten 90 und das halt nur mit Dallas Cowboys-Spielern. Ich habe die 50er Cowboys Chemistry ja voll. Da habe ich ja drauf geachtet, dass die erreicht wird. Das geht also. Die Lücken habe ich natürlich mit Top-Spielern besetzt, damit ich halt da Zusatzpunkte bekomme. Aber ich habe da ein paar Leute in meinem Kader, die würde ich schon gerne austauschen. Ich sag nur Defense Tackle. Vorspann. Da sind wir im verschneiten Mile High Stadium. Sanders, Elliott und Sharp, Von Miller, Harris und Thomas auf Seiten der Broncos. Ja, das ist so ein Stadion, da möchte auch im Januar keiner gerne hin, wenn Playoff-Zeit ist. Aber bei den Broncos, die haben gegen die Browns verloren am Wochenende, überraschenderweise, also an einem der Samstagsspiele. Das sieht also für die Broncos eh nicht so gut aus. So, wir haben an der einen Yard-Linie ein First and Goal. Wir liegen mit 4 Punkten hinten. Es sind noch 36 Sekunden zu spielen. Wir haben sogar noch 3 Auszeiten, um jetzt irgendwie den Ball hier in die Endzone zu bekommen. So, und wir probieren es erstmal mit dem klassischen Lauf durch die Mitte. Eddie George. Los geht's. Er sucht eine Lücke und findet eine. Da ist der Touchdown für die Cowboys. So, noch der ganz wichtige PET, damit die Broncos hier noch maximal per Field Goal ausgleichen, aber nicht in Führung gehen können. Das ist jetzt gerade gelungen. 23 zu 20 steht es. So, der Kickoff. Gibt es an die 8-Yard-Linie der Broncos und wird retourniert bis an die 27. So, wir stellen unsere Defense schnell ein. So, Case Keenum, der Quarterback der Broncos. Indem sie ja stark hoffen, dass das ihr Franchise-Quarterback ist für die nächsten paar Jahre. Ah, ich bin mal gespannt. In Los Angeles bei den Rams hat er es nicht geschafft. Stark gespielt hat er dann in Minnesota letztes Jahr. Ja, und jetzt ist er bei den Broncos. 2005, die Broncos spiken, halten die Uhr an. Das heißt, 3. und 5 an der 32-Yard-Linie. 17 Sekunden sind noch zu spielen. Keenum wirft den Ball ins Aus und das gibt deren den 4. Versuch und 5 von der 13-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Oh, aber das hat, glaube ich, nicht gereicht. Das war ein bisschen zu kurz. So ist es. Turnover on Downs. Wir kommen mit der Offense wieder aufs Feld. 9 Sekunden noch zu spielen. Ich drücke jetzt noch einmal wieder Eddie George den Ball in die Hand. Und jetzt läuft die Uhr runter. Die Broncos haben ja keine Auszeit mehr. Können sie nicht mehr anhalten.
Das heißt, wir schlagen die Broncos 23 zu 20. Bis zum nächsten Mal. Ciao.